Dann kommt mit uns auf die Straße. Wenn ihr wollt, dass es noch Bäcker gibt im Frühjahr, dann kommt mit uns auf die Straße. Wenn ihr auch wie wir ein Problem damit habt, dass die Industrie abwandert, weil bei uns die Energiekosten zu hoch sind. Jedes vierte Unternehmen überlegt sich, seine Produktion ins Ausland zu verlagern. Wenn ihr ein Problem mit dieser Scheißpolitik habt, die dafür verantwortlich ist, dann kommt mit uns auf die Straße. Münchner aller Länder, aller Kulturen und Religionen, vereinigt euch für ein bezahlbares Leben in Frieden und Freiheit. Ihr findet uns im Internet unter München steht auf und ihr findet uns jeden Mittwoch auf den Straßen unserer schönen Stadt. Das ist Opposition und das, man hat sogar Freude dabei. Kommt mal bei uns mit, schnuppert ein bisschen regierungskritische Aerosole. Das ist gut für das Immunsystem unseres Landes. Reinhold, lass den Bob Marley bitte mal kurz laufen. Wir haben 2 Jahre lang eine Politik für die Pharmakonzerne gesehen. Wir sehen jetzt eine Politik für die Rüstungskonzerne. Und genau diese Politiker, die diese Politik betreiben, wollen sich jetzt sauber waschen, indem sie Lippenbekenntnisse für die Demonstranten in China formulieren. Es ist so viel leichter, sich für Menschenrechte einzusetzen, wenn es um weit entfernte Länder geht. Aber es ist unglaubwürdig, wenn man das Gleiche nicht hier vor Ort macht. Liebe Regierung, kehrt vor eurer eigenen Tür. Wir haben schon genügend Gründe, euren Rücktritt zu fordern. Wir brauchen nicht noch mehr Gründe. Diese Regierung hält sich nicht an das Friedensgebot des Grundgesetzes und sie hat sich an das Friedensgebot des Grundgesetzes zu halten und sie hat nicht gegen friedliche Demonstranten zu hetzen, die fordern, dass sie sich an das Friedensgebot hält. Was haben wir dort nur für eine Regierung bekommen? Einen Bundeskanzler, der sofort Alzheimer bekommt, wenn man ihn zu seinen Cum-Ex-Geschäften befragt. Einen Wirtschaftsminister, der keine Ahnung davon hat, was Insolvenz eigentlich bedeutet. Und eine Außenministerin, die fleischgewordene Panzerhaubitze Baerbock, die ganz offen zugibt, da kümmert es sie überhaupt nicht, was ihre deutschen Wähler dazu sagen. Eine Regierung, die das Friedensgebot mit Füßen tritt und vor Inkompetenz nur so überläuft. Wir fordern den Rücktritt dieser Regierung und wir haben allen Recht, den Rücktritt dieser Regierung zu fordern. Macht alle mit. Ich rufe Regierung, ihr ruft Rücktritt. Regierung! 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 Alle zusammen! Alle zusammen! Liebe Leute, München steht auf! Wir sind jeden Mittwoch auf der Straße ab 18 Uhr. Kommt mal mit uns mit. Es fühlt sich unheimlich gut an, für die richtigen Werte auf die Straße zu gehen, gegen eine Regierung auf die Straße zu gehen, die vor Heuchelei und vor Versprechensbrüchen überläuft. Eine Regierung, die an Inkompetenz kaum zu überbieten ist. Mit dieser Regierung machen wir uns international zum Gespött. Kommt mit uns auf die Straße, tun wir was dagegen. Friedlich, in Solidarität mit den Menschen in China, die berechtigterweise auch die Schnauze gestrichen voll haben von einer Null-Covid-Politik, die in Deutschland auch von
Politikern und Medienvertretern ganz offen gefordert wurde. Der Unterschied zwischen China und Deutschland ist kein prinzipieller mehr. Er ist ein gradueller geworden. Und dagegen sollten wir alle auf die Straße gehen.